Die 200 Kilometer. Oh, warum kann ich jetzt kein Multiplayer spielen? Nee, verdammt, Haxe, seid ihr eigentlich so behindert oder was? Hast du denn eingestellt? Launch RTS. Cannot create game protest. Ob ich die Mod an ihn noch? Ja, Submit, bla bla bla. Download, bla bla bla. Ja, Download. Ich glaube, ich gehe sonst nicht. Na, ruh dein Bein aus. So, da. Und euch viel Spaß noch. Ja, dir auch viel Spaß im Bett und so, ne? Ja, genau. Ja, ich denke mal, du hast sowieso ein Dreier, ne? Bettdecke, Kissen und du. Das wird eine heiße Nacht. Heute mache ich ruhig. Ach so. Also quasi nur Kissen und du. Nee, also nur ruhig liegen, klar. Hat. Ah ja, mein Bein ist ein bisschen dick. Sehr dick. Was? You must select Village and Ring. Ah. Ja, gut, ich mach das. Ja, heute ist gut, ne? Dankeschön. Ja. User disconnected from your channel. Stimmt, ja, ATS haben wir auf E gesetzt, ne? Also Freunde, wir sind ja gleich da, ist ja kein Problem. Ne? So, heute gibt es ein bisschen YouTube-Mucke. Truckers-MP. Brilliant. Brilliant. Sukanyahoi, brilliant. Was? Was? Hoffen, dass meine Kohle auch übernommen wird. Ja, ich hab's gelesen. Dass man erst ganz runter scrollen muss, dass du es anklicken kannst. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich finde den Krampf so blöd, ich weiß. Aber mir gefällt das alte Design, dieses Zucker einfach geiler. Ich bin so unvorbereitet, ich muss jetzt mal ATS aufnehmen in meinem OBS. Schlimmer Bursche. Also alles kein Problem. Natürlich. Hauptsache, ihr habt einen guten Rechner. Bei YouTube erstmal schwer Transport. Melfi, das ist mir scheißegal, was ich bei YouTube habe. Ich mach erstmal Light da. Geil, meine Frau hat schon 6 Vodka Energy gesoffen. Fein.
sie denn eigentlich? Sie ist von unserem Kiosk. Typ hier Fete machen. Und ich muss dann halt quasi auf mein Kind aufpassen. Was er eh schläft. Ja. Dann kannst du nicht aufpassen, ne? Nee, kannst auch nicht. Und ja, wie gesagt, kann ich leicht einheben. Aber nur leicht. Möchte nicht übertreiben. Ein bisschen. Ja, ein bisschen, ne? Sauer, wir haben sogar Bild. So, ich gehe ins Bett. Vielleicht gucke ich noch ein bisschen vom Bett aus, bitte zu. Ja, mach das. Dann musst du halt gleich nur sagen, ob die Musik zu laut ist oder nicht. Ne? Ja, gut. Was gibt's denn eigentlich jetzt noch für Schuhe? Mittags, moin! Was geht ab? Ich habe jetzt hier diesen Kofferauflieger. Jetzt gibt es diesen isolierten noch. Kofferauflieger, willst du reisen? Ja, klar. Da kommt deine Mutti angerauscht. So. Nicht mein. Achso, mein. Scheiße. Was steht ja da? Was ist das Scheiße denn hier? Meine Fresse, wisst ihr, wie schwer das eigentlich ist, einen Kackauflieger anzuhängen, wenn er über welcher Rotz drinne rumsteht, ey. Ich muss erstmal ein Plätzchen finden, wo ich eigentlich ganz in Ruhe stehen kann. So, ich gehe in die Koje. Ich guck dir noch ein bisschen zu. Sauber. Hast du noch einen Twitch Prime oder so? Irgendwo. Ja, mal sehen. Ich habe einen Prime. Ich hab das nicht in Twitch vorgelegt. Vielleicht mache ich das ja. So, wir hören uns morgen Abend, denke ich an. Und dann sag mir gleich mal, ob du. Ach, scheiße, ich bin schon wieder in Las Vegas, ey. Sven, hast du eine Werkstatt in Las Vegas? So, haut rein. Jo, mach's besser. Da hab ich auch wieder noch vergrößert. Solo.
Also meine Freunde, deutsche Leute hier auf dem Kanal unterwegs oder was? Oder sind die auch alle auf Kanal 9? Gute Frage. Ah, meine kleine Rundfrage auf Kanal 9. Sind hier Deutsche unterwegs? Dankeschön. Ach du Scheiße, ich hab meine Tränke. Genau, bist du jetzt? Las Vegas, ich werde zur Werkstatt fahren jetzt. Sven, auf welchem Kanal bist du? Gar keinen. Welchen machst du vorher? Den Funkhamsteller Standardwert. Also 19. Nee, raus. Hallo, 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 hallo. Okay, die meisten sind ja auf 19 unterwegs, also von daher. Boah. Sven, ich merke schon, wir sind ETS verrückt, ey. Das stimmt. Das waren ja der Einkaufsverkehr. Auf der Hauptstraße. Ja, das sag mal. Ich bin ja nicht vorbeigebrettert. Wo meinst du? 53 Fuß hinten zwei Achsen oder 53 Fuß hinten drei Achsen? Oder doch lieber 48 Fuß. Dann mal sie dich auch selber. Oder 45 Fuß hinten oder 45 Fuß vorne. Und wenn du 45 Fuß vorne hast, ist der Wendekreis etwas niedriger. Okay, das lassen wir nochmal so. Dann machen wir mal kurz die Swift, lassen es in diesem wunderschönen Blau Design. Das oder dran, das hier Zeug. Diesen Rotz hier noch dran. Ja, mit Chrome.
schwulen Supernova-Dinger. Ach komm, mein LKW wird so hässlich aussehen. Ist egal, ist ja nur Art her, also von daher ist mir das egal. Ich halt rumfahre. Schön mit Rolltür, herrlich. Fein. Hier noch ein Winterweiser dran. Murphy, was geht ab? Ja. Hm? Bitte? Ab, hab ich gesagt. Was geht ab? Mhm. Ab. Das war dreimal ab zu viel. Nee, doch wurscht. Ich hab Durst. Da musst du was trinken. Das darfst du bei mir nicht sagen, dass ich was trinken muss. Meine Fresse, warum kann ich jetzt hier keine lokalen Mods drin haben mehr? Das wäre so geil. Dynamic Chrome. Radkappe drauf oder was? Hier, Premium Chrome Kennwort. Das sieht so scheiße aus, aber egal. Natürlich, das Ding muss leuchten wie eine. Watch OJ! Watch OJ! Watch OJ! Warte, dein Mutti. Aber natürlich dein Mutti. Ja, die Oktiv auch zeigt, ne? Haha, das sagt man. Hier ist schon Vortex-Räder. Murphy. Passt das eigentlich mit Mucke und so, Norotz? Ich dachte gerade, passt das mit der Mucke oder ist die zu laut? Okay. Bestellen. Hab ich auch schon bestellt. Mittags, natürlich alles gut. Aber du weißt ja selber, auf der Strecke sehen wir uns wieder. So, hier sehen wir jetzt aktuell meine kleine Rotzbude. Ich merke, sie ist trotzdem zu laut. Datikas. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Bock auf Hatze 1 für eine Stunde. Das ist sogar ein bisschen lauter laufen. Oh ja, gebt euch das. So. Da
sieht doch gar nicht so hässlich aus. Kannst mal sehen, ne? Starts with a little tingle up your spine. Noch ein bisschen laut. Ja, meine Scheibe fällt in deinem Rückspiegel. Ja. Bin jetzt gerade im Überlegen. Oh, das könnte ich eigentlich machen. Moment mal. Ich könnte auch ein Fenster hinzufügen. Da müsste ich eigentlich Fensteraufnahme machen. Zeigt er nicht an, okay. Okay, zeigt er schon mal nicht an, das ist scheiße. Entfernen, ja, will ich entfernen. Kurz mal Plus hier. Die Quelle. Bildschirmaufnahme, genau. Ist auch scheiße. Tödlich scheiße. Cool, wird nicht angezeigt, okay. Schade, sonst hätte ich mir was ausprobieren können. So, Sven, wohin wollen wir fahren? Ach, egal. Egal, okay. Ladungsmarkt machen wir erstmal. Hier sich das Spiel nach Radstütze wurde. Meine Fresse, ist denn das Spiel so behindert? Ich drücke auf M, ich drücke auf Ladungsmarkt und es kommt nichts. Also muss ich gleich noch pennen. Kann ich überhaupt in diesem Kampf pennen? Mit der Garage oder ganz rechts außen. Noch dicker. Ach nee, hier läuft es auch noch aus. So, was haben wir denn hier in Las Vegas? Naja, leere Palette nach Redding möchte ich jetzt nicht unbedingt fahren. Hier, Feuerwerkskörper nach Flagstaff, Arizona. Ja, von W. Ach, sehr gut. Also quasi von Las Vegas. Von der Flagstaff hätte ich noch was. Sauer, alles klar, nimmer.
10 Kilometer fahren. Bin ich denn jetzt hängen geblieben, ey? Hör auf zu lachen, Stück Arsch. Fünf Kilometer. Meine Fresse, ist das so bescheuert hier oder was? Okay. So Freunde, ihr müsst mal kurz mal Bescheid sagen, ob ihr vom Spiel genug hört. Ja, wenn nicht, dann mache ich die Mucke halt ein bisschen leiser oder das Spiel etwas lauter. No way, I'm driving to Arizona. Okay, dann passt es. Meine Fresse, sieh zu da. Alter, ich hab einen Brasilianer vor mir, ne? Der leckt sich einen zu Tode, ey. Okay. Ohne Witz. Das ist so bescheuert, ey. Na komm, seh zu. Die haben hier aber alle. Ein bisschen ist gut. Kriegst du echt Plack auf den Pimmel, ey. Scheiße, ich muss was umstellen. Meine Rückfahrkamera.
ganz sicher nicht. Ja. So, Freunde, ihr müsst eins dazu sagen, beziehungsweise eins dabei denken, und bei mir ist so gerade nur Knallgas angesagt. Aber Sven, was hältst du davon, wenn wir die Tour jetzt nach Hause gefahren haben? Was meinst du, Höllenroute? Bitte was? Höllenroute? Achso. Ja, können wir machen. Hätte bestimmt noch was los. Ach man, definitiv. Wenigstens mal wieder mit einem vernünftigen LKW fahren. Obwohl, auch wenn der Sound geil ist, ne? Definitiv. Auf 93 wartest du auf mich. Ja, wir sind auch schon in der Tat. Wo stehst du denn da? Vom Ausgang von Las Vegas. Ach so, da geht's. Hey, bleib mal stehen, ich will noch eine rauchen. Ach so, okay. Okay. Beim ETS war es noch knapp, also von daher. Machen wir keine Gedanken drum. Bis gleich. Bis gleich.
Alter Falter, 5 Zuschauer. Hallo erstmal. So, Sven, wir können. Zehn fahren wir, ja? Ja, alles klar. Das muss weit hochkommen. Du hast keinen Bumm in deiner Hütte, oder was? Ja, jetzt schon. Ach du Scheiße. Was hast du? Leitplanke. So, wer Bock hat, kann das einmal klippen. Komm, ey. Also Leute, ich muss eigentlich ganz ehrlich sagen, auf europäischen Straßen fühle ich mich echt viel wohler. Kommst du hinterher, Sven? Okay. 110. Das Problem ist einfach nur, ich sehe zu wenig in dem LKW. Viel zu wenig. Bitte? Obwohl, im Militär sehe ich mehr. Oh, ich muss an die Wiegerstation ran, ey. Wissen wir, ich kann voll Still need to treat people the way that you want to be treated. I see.
Gottes Willen, ey, das hat mir auch noch Gefühle. Auch. Ein Glück ist die Tour nur so kurz, ey. Ja, ohne Witz. Da fahre ich lieber Hölle, wo viel los ist. Boah. Hallo, hallo, hallo. Ah, das ist doch so okay. Trotzdem knapp 400 Leute jetzt gerade hier. Ja, aber dann würde ich trotzdem auf ETS gehen, ne, weil du weißt ja selber, Euro 2 über 2000 bzw. bis 4000 Leute. Herrlich. Mhm. 110. Natürlich, gib Kette. Hallo, hallo, hallo. Ich denke mal, Leute, ganz ehrlich, dass es beim ETS gleich ein bisschen besser wird. Meinst du schlimmer? Nee, besser. Liegt einfach daran, dass ich die LKWs da besser kenne. Dass ich halt weiß, wie ich fahren muss. Hallo. Ich quack jetzt ihn. Ah, nee. Yo, have a good ride. Wunderschön Harz von einer, wenn ich überhaupt überlebe jetzt hier. Ja, was? Ich habe mal gerade Harzzahl an, damit ich überhaupt hier überlebe. Harzzahl ist immer gut. Bitte?
Ersatzteil ist immer gut. Selbstverständlich. Ich bin lieber Sofa hier. Ein Glück, noch 140 Kilometer. So, wenn ich die Ladung abgegeben habe, werde ich den Stream mal ganz kurz beenden. Und dann, ja, werde ich umschwenken auf Euro Truck Simulator, weil diese lange Grütze hier. Maschine schick ist. Relativ schick sogar. Ich kann dich nicht lange ertragen. Ja, wie gesagt, wir sind in Europa und da gehört für uns halt LKWs mit dazu, wie ja, MAN, Scania, Mercedes, Volvo, DAF, Renault, Iveco. Die gehören halt zu uns. Und ja, es muss halt sein. Vor allem jetzt hier in Amerika zum Beispiel, guck mal, ich fahre 110. Stört hier keinen. Es stört hier einfach keinen, weil die Autobahnen hier so unendlich lang sind. Man kann eigentlich Vollgas geben, sozusagen. Schön 150 km/h. Straight overhead. Gib ihn. So, und hier kann man keine Leute quälen. Ist halt so. Naja, wenn es dann auf jeden Fall heißt Duisburg-Calais mit eigenem Auflieger, werde ich dann natürlich die ganze Geschichte leer fahren. Aber auf den Straßen 60 fahren, ja, das kann man machen. Zu nehmen. Pass auf. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Salve, salve. Hallo, Sir. Hey, how are you doing, friends? Que tu tá dizendo, homem? Nichts verstanden. Kann auch mal passieren, also von daher. Auf jeden Fall beim Eurotrike wird es auf jeden Fall gleich richtig lustig werden. Dass er einstellen kann. So, jetzt sehen wir Flagstaff. Bring die olle Ladung nochmal ran. Da werde ich das Bier wechseln. Ich habe gerade keine rote Ampel gesehen. So. Wir springen einfach mal. Ich habe Bock drauf. Boah. So, ich muss mal.
noch dazu sagen, es ist ein Moderator kann noch fehlen. Treffen wir uns gleich in Duisburg? Ja. Sauber. Weil, ja, wie soll ich sagen? American Truck ist halt nicht so mein Ding. Die Tour war zwar schön, schön kurz. Fahrt man auch noch schön schnell. Aber, ja, wie soll ich sagen? Bei mir ist halt. Jetzt könnt ihr raten, was ich für ein Passwort habe. 1300 Leute noch da. War nicht mehr so viel. Nö, das nicht, aber du weißt ja, Duisburg-Calais ist immer groß. Änderung im Spiel festgestellt. Ja, schön. Und? Was soll ich jetzt machen? LKW wechseln. Okay, machen wir. Ja, heul natürlich. Ja, immer. Haben wir den richtigen hier? Fein, Hammer. So, einsteigen. Wir fahren heute Scania Ea aus dem Baujahr 2019. Ich weiß, ich muss gleich erstmal meine Gedinge ins Kirchen erinnern. Okay, fuck that shit right. Ja, ich glaube ich auch selber. Ach, nicht der. Okay, ich werde mal ganz kurz nach Duisburg reisen und dann werde ich da auch den nächsten Stream wieder ansetzen. Auf jeden Fall, bis dahin wünsche ich euch noch ja, eine wunderschöne gute Nacht. Ja, wie gesagt, wir sehen uns hier gleich wieder. Weil ich mir jetzt nämlich keine Lust, die ganze Zeit das Game noch umzuschreiben. Ja, hier ist die Hölle los, wie gesagt, und bis gleich. Ah, so, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten Livestream. Ich bin heute natürlich der Iceman und ja, wie man sieht, ich bin in einem Scania unterwegs. Schön, ne? Ja, wir spielen gerade Euro Truck Simulator 2 und der gute
Italian Express ist mit dabei. Ja, moin. Fein. Kann man schon sagen. Kurz mal die Farbe hier nochmal anpassen von dem Old-Google. Weil... Scheiße. Scheiße. Scheiße, ich hab mich verdrückt. Scheiße, 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 scheiße. LKW-Manager... Nehmen wir mal den hier ganz kurz. Aufrüsten. Ja, wie man sieht, halt jetzt gerade alles ein bisschen europäischer hier. Aber das muss ja auch sein. So, Aufliegerhändler. Dann nehme ich mal sowas hier. Kurz mal für so ändern. Das passt. Mal kurz so. Dann wählen wir das Ganze mal ganz kurz. So. Exklusiv natürlich. Palettenkasten passt. Hier packen wir auch noch einen Palettenkasten hin. Runner. Ich krieg die Blitzer. Ganz wichtig, der Dackel, der darf nicht fehlen. Ja, Sven, du lass, ich sitze an mir. Das passt, bestätigen. Kaufen, Dresden. Zack, zack, zack. Nee, scheiße, nein, Duisburg. So, meine lieben Liebenden, mein Name ist Brisco Schneider, willkommen bei SexTV. So, mal kurz, man kann mal neu gucken, alles klar. Ah, so meine Freunde, hallo, Kanal 9, ist jemand auf? Ja, hallo, bitteschön, danke, komm, danke, danke, danke. Naja, vielleicht haben wir wieder Glück und bekommen den Moderator Chris wieder rein. Den wir da letztes Mal drin haben. So, Kenners, ich kann mal kurz an der Rauchen. Wir können uns mal hier das ein bisschen angucken. Wo hier jetzt gerade aktuell nichts los ist. Weil normalerweise sind hier über 100, 140 Leute. So, bis gleich.
Hey, jetzt wenn ich mich wieder da. Ah, ich bin auf Kanal 9. Hallo, hallo. Warum ist Kanal auf Kanal 9? Kanal 19. Hello. Steven wird, glaube ich, gleich ins Bett hat geschrieben. Bitte? Steven wurde, glaube ich, ins Bett hat geschrieben. Ins Bett vor Ort? Nein, ins Bett. Ja. Ich habe richtig verstanden. Sehe ich nicht. Sven, weißt du was, wir fahren einfach los. Winter is here. So, dann wollen wir mal gucken, was uns die Höllenroute heute begibt. Beziehungsweise, ja, was uns da noch erwartet. Ich schätze mal nicht mehr so viel. Nö, ich denke mal nicht. Knapp 1400 Leute online. Ich denke mal nicht, dass alle hier sind. Auf 19 oder was? Ja, im Chat. Achso. Ist doch schön. Natürlich. 60, ne? Damit den Weg kommt. Das glaube ich auch. So, auf geht's nach Calais. Ja, stimmt, ja, 60. Sollen wir mal. Ah, 60, komm. Schön gemütlich, Leute quälen, falls sie hinterherkommen.
Ja, wie gesagt, meine Bude ist momentan ein Scania Air 2016 mit 730 PS und V8. Ja, mein Auflieger ist ein, ja, Flatbed. Zwar leer. Ist mein eigener. Ja, Chromfelgen und so dran und ja, ein paar Blinklichter hinten. Falls ja mal irgendwelche Vollidioten mal denken, die möchten mir mal kurz in die Karre rammen. Aber man weiß ja sowieso, wenn es hinten knallt, gibt's vorne Geld. Das ist übrigens auch Grundwissen zwischen Mann und Frau. Ne, wenn ja, ja, ich sag mal jetzt, ich gehe jetzt einfach mal nicht weiter ins Thema. Man kann sich denken, ganz ehrlich. Jo, kann man. So, also auf jeden Fall Duisburg-Calais. Das ist die Trollschrecke schlechthin. Ne, Interline Express und ich fahren jetzt so ungefähr 60. Und trollen eigentlich die Leute in langsamem Fahren auf dieser Strecke. Normalerweise ist ja nicht Vollgas angesagt, dort Spitzengeschwindigkeiten zwischen 110 und 130 werden hier wohl erreicht. Ja, auch 150. Wenn man gut durchkommt, ja. Und wir wollen die Strecke jetzt, oder ich möchte jetzt die Strecke einfach mal ganz mündig angehen. Kann sein, dass ich die Strecke nachher nochmal fahren werde, so um, weiß ich, 12, 1 Uhr, wenn hier wirklich Stoßzeit ist. Und da könnt ihr euch mal ein Bild machen, was hier wirklich schlimmer ist. Nachts um 2:30 herumfahren oder mittags um 11:30, 12:30 hier oder 1:30 herumfahren. Ne? Momentan ist das jetzt hier wirklich Käsekuchen. Vier Stück sind schon hinter mir. Vier Stück? Geil. Ah, das waren schöne Genossen. So, eine überholt schon mal. Ist ein Auto. I have legs, ja, schön. Oh cool, warte mal. So. Oh, schade. Nicht getroffen. Treffe ich den? Nein, natürlich nicht. Also quasi, ich werde jetzt mal versuchen, so ein bisschen auf dieser Strecke zu trollen. So halt, wie es dann machbar ist. Oh, warte mal. Sollen wir mal raustappen? Ups. Ach nö, warum nicht? Wie gesagt, das ist hier die Trolling-Strecke schlechthin. Will ich die Non-Plus-Ultra-Trolling-Strecke überhaupt? Allerdings. Ne? Ja, wenn ihr mich jetzt meldet wegen, ja, weiß halt ich,
Ich habe halt einen Lag gehabt, kann ich auch nichts für. Ja, ganz am Anfang zu EDS-Zeiten war es ja die Strecke zur Fähre. In Felixstorm oder wie das hieß. Ja, na klar. Sag ich ja, Schrodingstrecke, schlechte. Aber das Gute ist ja, da wir ja mit Auflieger fahren, können wir den Begriff Slash und Fix eingeben. Na, das bringt mir nichts, hängen wir auf der Leitplanke fest. Ich. Warte, Sven, warte, warte, warte. Oh, du hast dich rausgeportet, ne? Ich warte einfach mal hier auf dich. Nö, ich warte. So, wie gesagt, einfach mal, wenn ihr Multiplayer fahrt, übrigens in dem Spiel, Y ist der Chat, der gibt einfach mal ein Slash und Fix. Und schon ist der LKW wieder ganz, aber wenn ich jetzt wieder Slash Fix eingebe, habt ihr 600 Sekunden Zeit, das wieder einzugeben. Also quasi, ihr müsstet quasi 10 Minuten warten, damit ihr den Befehl wieder eingeben könnt. Und das ist doch eine Menge. 10 Minuten langsam. Oh ja, besonders auf Duisburg-Calais. Bist du hergeportet oder was? Nee, hergefahren. Hat man letztens Speicherpunkt gehabt. Ah, okay. Also, wenn ich jetzt gemeint wäre, könnte ich um meinen Kumpel trollen. Ich müsste einfach nur raustappen. aber das mache ich nicht. Aber das Gute sein, ich fahre ohne Ladung. Ja, das ist nicht so schlimm. Ne, dann ist das halt nicht so gravierend. Ach, ja, 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 ja. Ai, 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 ai. Wow. Wie denn alle? Ja, die sind alle müde hier. Zack. Der ist auf meiner Spur, du Arsch. Ja, deine Hupe da. So, ich hätte dann zwischendurch Motorfehlfunktion, okay? Hätte ich ein bisschen mehr Abstand. Noch geht's eigentlich, aber ich denke mal, dass ich das zwischendurch mal hätte. Ja, wie viel Prozent hast du denn? 44. Achso, dann kannst du bis zum Neuwecker passieren. Und 24 auf dem Auflieger. Okay, ich kann schon mal nicht mehr in 11 und 12 schalten. Ja, aber das mich gar nicht. Ach, mich stört's auch nicht. Oh, ein wunderschöner Remix von In the End. Rest in Peace. Sag ich einfach mal. Chester Benning. Motorfehlfunktion? Falsch, nichts von. Noch nicht. Mhm. Soll ich mal raus haben? Dann bist du bei. Dann war das Bum 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 Bum.
Habt ihr jetzt auch gerade mitbekommen, dass sich auf einmal mein Rocket League Ball wieder gemeldet hat? Was? Mein Rocket League Ball. Quasi als, weißt du, als Hängnis-Gedingensgegner. Nein, ich weiß nicht. Hast du das nicht? Weiß ich gerade gar nicht. Glaube nicht. Ach, weiß doch wohl, das olle hängende Ding da, was du da an der deine olle blöde Leiste da packen kannst. Damit ein bisschen was baumelt im Führerhaus. Ach, dang. Motorfehlfunktion. Ich hab einen Ball da hängen. Kann ich nämlich zur Seite gucken und sagen, Ball. Echt nichts los, ne? Also wenn man ehrlich ist, ne, dann kann man hier lieber nachts durchfahren. Wenn man wirklich hochwertige Frachten. Definitiv. Aber wenn die Frachten dann halt, ja, nicht so extrem sind, dann kann man hier Tasse über rumballern. Aber mal so ein Chat gefragt, ne? Soll ich nachher nochmal einen Stream machen? Jetzt mal die Rücktour dann von Calais nach Duisburg. Um einfach mal zu gucken, was hier für Verkehr ist. Weil, wie man jetzt gerade gesehen hat, der Überholer, das ist jetzt gerade mal einfach mal ein Einzelfall. Ne, passiert gerade nicht oft, aber passt über. So, dass ihr auch mal so ein Bild machen könnt, ne? Aber wie ihr selber seht, ihr seht ja nichts hier. Nichts. Alles zu vernachlässigen, wenn los ist. Nicht immer ab 3000 Leute schockt das hier noch. Aber dann siehst du hier auf dieser Strecke auch ungefähr den halben Server. Muss man anhalten, ich brauche Musik. Video angehalten. Wiedergabe vorsetzen. Natürlich. Was denn sonst? Wollte ich doch nicht.
bla bla bla. Ja, bla 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 bla. Alles war knapp, ja. Sekunden muss ich noch warten. Keine Motorfehlfunktion mehr. Natürlich. Ah, so eine kleine Frage. Ist hier irgendwo ein deutscher Admin namens Chris unterwegs oder hat er keine Lust, hier da zu sein? Ich steck grad einen Funker in den Zoll. Kennst du noch das Lied? U-I-U-A-A-Ting-Ting-Wa-La-Wa-La-Bim-Bing. U-I-U-A-A-Ting-Ting-Wa-La-Bim-Bing. Warte mal. U-I-U-A-A-Ting-Ting-Wa-La-Wa-La-Bim-Bing. U-I-U-I-U-A-A-U-A-A-A-A-Ba-Da-Ba. Natürlich nicht. Wenn der Shepard hinter uns. Ich bin nicht überholt. Watch out ahead of you, B. Watch out ahead of you. Meine Fresse. Ich blick rechts, er holt aus und bieg wieder ab. Checkt er das nicht? Ah. Aber er fährt mit Kron. Dann fahren wir die auch.
viele Japs sind gerade unterwegs, ey. Geht das nicht noch ein bisschen? Ei, ei, Captain. Oh! Ach, so weit kann ich nicht. Nach Calais rechts, ne? Hm. Ist doch eh nichts los. Vielleicht 100 Leute, wenn überhaupt. Ja, 50, wenn überhaupt. Okay, aber Stoßzeit nach 150 bis. Ne, 100 bis 150, ne? Jo. Das war sogar schon knapp 200. Eieieiei. Macht ja nix, ich ja nur mein Stream. Hier runter. Ja, na Kalle, jetzt muss ich da runter. Siehste, so wenig falsche Stränge. Naja, obwohl, wenn man jetzt so guckt, die Hölle war wohl eher der Himmel. Es sind nur 27 Leute jetzt gerade hier, oder? Nee, ich bin 39. Das wäre eigentlich normaler Tag in Hannover. Falsche Richtung, du Affe. So, schön auf den Hof, nochmal nachtanken. Einmal nochmal kurz den Funk sagen. Ihr seid alle homosexuell. Hey! Schade, das macht keiner mit.
So, meine Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich mache die ganze Moderation diesmal im LKW, weil ich denke sowieso, dass jetzt hier alle auf diesem Hof sowieso tödlich völlig bescheuert sind und einfach nicht dran denken, mal den Motor zu machen. Meine Wenigkeit Iceman 862 wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und natürlich auch der gute Interline Express. Ja, na, sauber. Wie gesagt, ich stehe jetzt gerade in Calais und ja, mach doch heute Mittag mal der kleine Spritztour. So, Kinder, in diesem Sinne, eine wunderschöne Nacht.